Frau Präsidentin, guten Morgen. Lassen Sie mich einmal zur Zugschlussleuchte zurückkommen, lieber Kollege Mattfeld. Vielleicht muss man sich einmal ein bisschen überlegen, was man hier sagt. Eine Zugschlussleuchte wurde in den 50er Jahren produziert und mit Petroleum betrieben. Eine Zugschlussleuchte als Symbol für die wirtschaftliche Kompetenz der Union, Wirtschaftspolitik mit Petroleum. Das ist das, was Sie hier vorgestellt haben. Aber nun steht die Leuchte ja unter Ihrem Schreibtisch im Block der Union. Ich glaube, da gehört sie hin. In der Tat ist darin eine höhere Wahrheit verborgen. Und vielleicht auch, um die Debatte ein bisschen zusammenzuführen, können Sie zugeben, auch liebe Frau Klöckner, dass ein Großteil der Probleme, die dieses Land gerade drücken, entstanden sind in den letzten Jahren, wie mit der Petroleumleuchte symbolisiert. Kein Ausbau der Infrastruktur, keine Investition in die Bahn, keine Digitalisierung, kein Smart Metering, kein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir hier zusammenkommen wollen und wenn wir versuchen wollen, die Probleme zu lösen, dann rate ich zur Selbstkritik. Jetzt, wo Herr Merz gerade geht, lassen Sie mich in diesem Geiste auf die gestrige Debatte zurückkommen. Grundsätzlich, das muss man sich klar machen, was grundsätzlich bedeutet, nämlich fundamental sind wir anderer Meinung, hat der Oppositionsführer gesagt. Wir diskutieren nicht mit Ihnen, wörtliches Zitat. Wir stellen keine Anträge, um keine Debatte zuzulassen, hat er gesagt, und die Zusammenarbeit ausgeschlossen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, von der demokratischen Opposition, ich glaube, diese Ausführungen sind in vierfacher Hinsicht falsch. Erstens fragt man sich natürlich, mit wem Sie denn in Zukunft irgendwann mal regieren wollen, denn Sie werden bei aller Hybris nicht glauben, dass Sie eine Alleinregierung stellen. Sie werden also irgendwie diskutieren müssen. Zweitens ist es materiell falsch. Ich kann Ihnen sagen, dass in meinem Haus sich Bitten aus Ihren Wahlkreisen, auch von Abgeordneten, die hier gerade für Ihren Oppositionsführer geklatscht haben, gesagt, stapeln, wo Sie bitten, dass wir Ihnen helfen, Subventionen für Unternehmen in Ihrem Wahlkreis zu geben. Und zwar Subventionen aus den Programmen, die Sie hier gerade madig machen. Drittens kann ich Ihnen sagen, dass ich eine exzellente Zusammenarbeit habe mit den Ministerpräsidenten aus Ihren Reihen und den Wirtschaftsministern und Energieministern aus Ihren Reihen. Wer ist eigentlich dieses Wir, von Ihnen Sie reden? Es kann nicht für die ganze Opposition, es kann nicht für die ganze Union stehen, denn die Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Ländern ist exzellent und ausgezeichnet. Und viertens, und das ist vielleicht das Bedenklichste, glaube ich, haben Sie verkannt, was dieses Land gerade will und was es braucht. Es sind seit Wochen jetzt Menschen auf der Straße, zu Hunderttausenden auf der Straße, um gegen Rassismus, gegen Rechtsradikalismus und gegen Faschismus zu demonstrieren. Und es ist ein bisschen schwierig, als Regierungsmitglied dazu die richtige Sprache zu finden, weil ich natürlich Teil der politischen Debatte bin. Aber als Bürgerin, als Bürger und als Mensch dieses Landes, wie wir gestern bei der bewegenden Trauerfeier gehört haben, will ich sagen, das ist das Großartigste, seit vielen Jahren hier entstanden ist. Es ist großartig, dass die Kraft und die Vielfalt des Landes sich so aus der Mitte der Gesellschaft heraus abbildet. Neben den Demonstrationen gegen Faschismus aber spricht für mich aus diesen Demonstrationen auch etwas anderes, nämlich der Wunsch, dass dieses Land zusammenkommt, miteinander redet, dass man unter Demokraten nicht den Hauptgegner untereinander sucht, sondern versucht, gemeinsam Lösungen hinzubekommen. Das spricht daraus, und das ist das fundamentale Missverständnis, das gestern aus jedem Wort, das wir hier hörten, sprach. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Land hat jeden Grund, selbstbewusst zu sein. Wir haben es gerade gehört, und mit Blick auf die Redezeit erspare ich mir die Aufzählung, so viele Krisen in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten, überstanden. Wegen der Kraft und der Vielfalt des Landes, weil so viele mitgemacht haben. Und lassen Sie mich deswegen nur abschließend in diesem Sinne, und weil ich weiß, wie viele Abgeordnete aus Ihren Reihen mich bitten, mehr Subventionen in Ihre Kreise, in Ihre Unternehmen zu geben, einen Vorschlag machen zum Elefanten, der im Raum steht. Alle diskutieren über die Schuldenbremse. Die Wirtschaftsunternehmen fordern sie ein. Die Zentralbank spricht darüber, dass Deutschland ein Problem hat. Die Banken wollen es. Die Unternehmen, der Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Wir halten uns an den Koalitionsvertrag. Ich weiß natürlich, dass eine Diskussion über die Schuldenbremse in den derzeitigen Möglichkeiten nicht richtig ist. Aber es gibt vielleicht einen Weg, in diesem Sinne zusammenzukommen.
Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zu Recht wollen, nämlich über Tax Credits, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen? Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, von der Opposition, von den Liberalen. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Was wir dazu brauchen, ist ein gemeinsames Gespräch. Um das bitte ich und zu dem lade ich ein. Dankeschön. Thank you.